Grüße an jeden, der sich mal wieder auf meinen Kanal verirrt hat. Heute habe ich mir gedacht, ich möchte mal diese Notverpflegung, Krisenverpflegung, Notfallversorgung, was ist es noch? Krisennahrung, Survivalnahrung, wie kann man es noch nennen? Langzeitnahrung. Ja, das war es, glaube ich, erstmal. Habe ich mir gedacht, möchte ich das mal antesten. Und ihr dürft natürlich dabei sein, ist klar. Es ist halt, was ist hier drinne? Zutaten: gerösteter Weizen, Palmfett, Zucker, Sojaprotein und Malzextrakt. Hier seht ihr nochmal, ich hoffe, man kann es erkennen, wie viel Salz, Kohlenhydrate und so weiter da drin sind. Das wurde in Deutschland hergestellt. Wann wurde es hergestellt? 10.06.16 und ist haltbar bis 10.06.27. Na, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, so, dann werden wir mal reingucken. Ich kann mir auch schon vorstellen, was da drin ist. Weizen. Oh Gott. Ich weiß jetzt schon, das ist. Oh, die sehen ja schon mal lecker aus, diese Bars. Dann wollen wir einfach mal checken, wie die geschmacklich so sind. Und. Okay. So. Ich werde die jetzt einfach mal antesten. Auf jeden Fall ist es schon mal trocken. Es bröselt in der Gegend rum wie Halva zum Beispiel. Ja. Es riecht einfach nur nach Weizen. Boah, also. Ohne Scheiß. Ich habe jetzt nur. Sorry. Ein kleines Stück gegessen. Aber ohne Flüssigkeit fühlt sich das wirklich an. Ich denke mal, wenn man so einen Riegel gegessen hat, ich glaube, man braucht nicht mal einen Riegel, dann fühlt sich das an, als hätte man die Wüste Gobi im Mund. Boah, das ist also auf jeden Fall schon übelst herb. Also wirklich. Und ist zerbröselt wie Sand. Wie man sieht, wie so ein Sandklumpen. Ich habe mich natürlich auch noch ein bisschen vorbereitet, weil ich konnte mir bei den Inhaltsstoffen, gerade weil so viel Weizen drin ist, schon denken, dass es ziemlich trocken sein muss. So, dann werden wir das mal hier rein ins Wasser kicken. Dann machen wir uns mal einen Brei draus. Mal gucken, ob es dann vielleicht ein bisschen besser schmeckt. Boah, es ist wirklich, als wenn man eine Wüste im Mund hätte. Weil, sobald man das im Mund schlägt, verbindet sich das schön mit dem Speichel und dann hat man wirklich nur noch so eine richtig eklige Masse im Mund. Deibel. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, damit mehrere Tage oder Wochen überleben zu können. Außer natürlich, der Brei hier schmeckt besser, aber dieses Ding hier löst sich einfach mal. Darf ich lange sagen, was soll denn das? Löst dich auf, mein Freund. Boah, ich muss aber erstmal noch einen Schluck Cola zu mir nehmen. So. Jo. Sich das. Oh Gott. Damn it, ist so hart. Also, beziehungsweise, es geht so schlecht. Verwandle dich doch in einen Brei, Mann. Was soll denn das? Also, in der Hand zerbröselt es auf jeden Fall ziemlich gut. Okay. Sobald man das mit Wasser in Verbindung bringt, es ist wie fucking Steine, würde ich sagen. So, ah, okay. Dann müssen wir die halt. Ah, wir hätten es vielleicht anders zerbröseln sollen. Okay, jetzt habe ich einfach mal meinen ganzen Tisch voll gekleckert. Ich werde das mal hier weiter testen. So. Also es verwandelt sich. Ah, verwandel dich doch mal in Brei, Mann. Kann auch gar nicht sein.
So. Ja, also im Brei verwandelt sich es definitiv nicht. Okay, ich werde es einfach mal so testen. Also es schmeckt einfach nur nach Weizen. Buh, das ist wirklich anstrengend. Aber also ich sag mal, mit Wasser kann man es auf jeden Fall zu sich nehmen, so vielleicht ein, zwei Tage, und dann hängt es einem so aus dem Hals raus. Ja. Keine Ahnung. Für meinen Geschmack könnte es noch ein bisschen süßer sein. Es ist doch sehr mild, wenn es um Süße geht. Und diese Verpackung hat 4 Bar, also 4 Riegel, 250 Gramm, 1150 Kilokalorien. Was heißt, ein normaler Mensch müsste zu sich nehmen 500 Gramm davon. Sehe ich das richtig? Sehe ich richtig? Oh Gott, 500 Gramm, da würde ich glaube ich sterben, wenn ich davon so viel zu mir nehmen müsste. So, ich glaube, jetzt hat sich's auch vernünftig aufgelöst. Also mit Wasser ist es okay, man könnte vielleicht noch eine Prise Zucker wäre ganz geil. Ansonsten, es ist halt keine Ahnung. Auch beim Kauen fühlt sich an, als wenn man auf Sand kauen würde. Aber ich sag mal so, zum Überleben reicht es vielleicht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis denn dann, ciao.